Willkommen zum Feierabendbier im neuen Jahr, live aus der offenen Kirche Elisabethe. Wir wollen darüber diskutieren, welche Herausforderungen wir als Gesellschaft in diesem Jahr anpacken müssen. Wir wollen diskutieren über Neujahrsvorsätze und ob die überhaupt sinnvoll sind. Und wir wollen der Frage auf den Grund gehen, wie man ein guter Mensch wird und was das überhaupt sein soll. Feierabendbier. Der Podcast auf Prime News wird präsentiert vom Restaurant Stadthof, der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen Sie gern, Sie merken das. Wir sind Gast beim Frank Lorenz. Er ist Pfarrer und leitet die offene Kirche Elisabethe, die OKE, seit 2014. Er sorgt sich nicht nur um die Seele der Baslerinnen und Basler, sondern ist auch eine prominente Stimme, wenn es um gesellschaftspolitische Themen geht, zum Beispiel die Ehe für alle. Und er setzt sich sehr stark für den interreligiösen Dialog ein. Hallo Frank. Hallo Luca, schön bist du. Mein Name ist Luca Thoma. Frank, ich würde dich zum Einstieg gerne eine persönliche Frage fragen. Wir haben jetzt den Jahreswechsel hinter uns. Für dich persönlich, was bedeutet dir der Jahresanfang? Ist es für dich auch ein Neuanfang als Mensch oder gibst du dem nicht so viel Wert? Der kalendarische Datumswechsel ist für mich eigentlich wirklich nur ein Kalender-Datumswechsel. Erstens bin ich nicht so eine Festnudel, wo irgendwie überall mit dem Güppliglas muss anstoßen und allen in den Darm fallen. Und zweitens haben wir in der Kirche ein ganz anderes Zeitgefühl. Wir denken in Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden. Unsere Jahresanfänge sind zum Beispiel Rosh Hashanah bei den jüdischen Leuten irgendwann im Herbst oder bei den Muslimen nach der Heiligen Nacht, nach der Laila al-Qadr oder nach dem Opferfest, je nachdem welche Konfession. Und wir von den Christinnen und Christen haben den Anfang am ersten Advent, wenn wir uns daran erinnern, dass das Licht wieder kommt. Auf Deutsch gesagt, alle Religionen haben einen anderen Jahresanfang und alle Religionen sagen am Jahresanfang, auch wenn es nicht so aussieht, aber alles wird gut. Mhm. Aber ist für dich das Konzept, vom, ob das etwas zu Ende geht und dass man etwas neu anfängt, ist das für dich ist das etwas Wichtiges in deinem Leben und in deinem Denken? Oder bist du eher jemand, der das Leben an als Prozess sieht, wo man sagt, hey, ich tue immer ein bisschen justieren und schaue ein bisschen, was mich antreibt? Oder sagst du, manchmal ist es gut, Sachen kommen zu Ende und man tut dann bewusst etwas Neues anfangen? Es hat beides etwas für sich. Was sicher gut und wichtig ist, ist als abschließen, als zurücklassen, wo nicht nur nicht mehr stimmt, sondern vielleicht sogar falsch war. Aber die Gewohnheiten, die man so am 1. Januar oder am Silvester die guten Vorsätze, die sollten eigentlich das Jahr durch immer wieder gesetzt können werden. Eben die berühmten Gesundheitsvorsätze, wo Fitnesscenter können eine Comicreihe, nicht ein Buch darüber schreiben, aber Comicreihe, die Leute, die alle im Januar ein Abonnement lösen und spätestens bis März gehen und ab April versuchen, sich zu verdrängen und ab Juni sagen, ja, es ist draussen, jetzt sind wir draussen, es ist schön und merken im November, dass das Abonnement verfallen ist. Ich glaube, dass es wichtig ist, sich von Altem zu trennen. Das ist wirklich wahr. So entschlacken, auch seelisch entschlacken, auch der eigene Wohnraum immer wieder aufzuräumen, das ist für mich so ein riesen Thema. Ich schaffe so wahnsinnig viel. Und wenn ich heimkomme, dann tue ich gerade noch Wäsche waschen oder falle ins Bett oder einen Arm hin und dass ich daheim einen Wohnraum schaffe, wo mir wohl ist, wo ich muss loslassen muss. Material, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ein leerer Kellerraum hat die Tendenz, es ist naturgegeben, dass der sich wieder füllt. Und zwar in der kürzesten Zeit. Ich habe mal den Witz gemacht, Natur hat Horror Vaku, hat eine Angst vor der Leere. Und darum füllt sie meinen Keller oder was auch immer stetig neu. Und Natur hat auch die Tendenz von der Ordnung zur Unordnung. Auch das kenne ich von daheim. Wenn ich dann heimkomme, dann liegen halt einmal drei Jacken übereinander. Und es ist zwingend unordentlich. Und da hilft loslassen, auch weggehen. Das mache ich auch so alle halbe Jahr. Fülle ich ganz viel Säcke, entweder gerade zur Caritas oder bei uns einem Flüchtling. Oder im Freiwilligenkreis, dass ich
dass ich einfach Zeug abgebe. Wir haben zu viel Zeug. Und das zu reduzieren, Komplexität zu reduzieren, das Material zu reduzieren, vielleicht auch unsere Wünsche und unsere Erwartungen zu reduzieren und daraus etwas zu machen, wo auch lebbar ist und wo ich jeden Tag machen kann, das ist so ein Ziel. Loslassen, ja. Also ich kenne das persönlich auch sehr gut. Ich finde es sehr befriedigend, wenn man die Wohnung aufgeräumt hat, der Keller so ein bisschen leer ist oder zumindest mal nicht mehr alles irgendwie ganz chaotisch übereinander und untereinander liegt. Aber ich glaube, das ist ja auch das Bedürfnis, das viele Leute haben, wenn sie sich Neujahrsvorsätze machen. Oder? Ich höre raus, wir sind beide nicht die Leute, die jetzt sagen, okay, wir wollen jetzt im neuen Jahr 10 Kilo abnehmen und aufhören rauchen und noch irgendwie den Friedensnobelpreis gewinnen. Und das muss genau am 1. Januar anfangen. Mhm. Aber wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, hey, los Frank, ich möchte mir irgendwie, ich habe Ziele, die ich mir vorgenommen habe, ich möchte irgendwie ein besserer Mensch werden, so wie ich das definiere. Was würdest du dieser Person raten? Wie schafft sie das aufs neue Jahr hin? Aufs neue Jahr eben nochmal. Das funktioniert nicht aufs neue Jahr. Sondern in dem Moment, wo die Person mit mir redet, hat sie schon einen Gedanken, wie das könnte sein. Dann sage ich, fang jetzt genau an. Jetzt, die alten Griechen haben gesagt, hig Rhodos, hig Salta, hier ist Rhodos, hier musst du springen, hier musst du sein. Mhm. Auch in unserer Tradition, in der jüdisch-christlichen Tradition, ist eine strenge Einmaligkeit. Alles ist einmal und alles ist heute. Und das Vergangenheitsdenken ist mehr oder weniger, ja, es ist einfach keine Präsenz, wenn man einfach in die Vergangenheit denkt und in die Zukunft zu planen, sondern jetzt, heute, um das geht es, um die Gegenwart. Der Mensch, der mir gegenüber sitzt, ist also du, Luca, bist für mich jetzt gerade der wichtigste Mensch im Leben. Und um das geht es, dass wir füreinander, für den Moment, wo wir uns begegnen, die wichtigsten Menschen sind. Mhm. Würdest du sagen, es gibt klare Kategorien, was ein guter Mensch ausmacht? Und es gibt sicher, wir lernen etwas in der Bibel vielleicht, wenn wir darüber lesen, in anderen religiösen Schriften, wir können auf YouTube ein Video schauen, wo Leute einem sagen, wie man sich optimieren oder verbessern kann, aber gibt es so ganz grundlegende Werte, wo du sagst, das ist egal, welcher Mensch, in welcher Kultur, an welchem Ort, auf das sollte man anschaffen im Leben, dann wird man besser. Ja, das ist die Frage an Pfarrpersonen, Imame und Rabbiner immer um die Zeit herum. Mir hat mal ein tibetischer Lama gesagt, if you live your life wrong, don't go come to Lama and complain. Also wenn du in deinem Leben alle Scheiße machst, dann bringt es nichts, wenn du zu einer geistlichen oder zu einer geistlichen Person gehst und dann nach deinen Lebensratschlägen suchen willst. Natürlich gibt es, wenn man so von ganz weit auf alles schaut, es wäre sehr schön, wenn wir die Welt würde besser verloren, als wir sie angetroffen haben. Es wäre sehr schön, wenn wir mit anderen und mit uns selber nachsichtig und liebevoll umgehen. Es wäre sehr schön, wenn wir Anteil geben, anstatt nur zu nehmen. Es wäre sehr schön, und das weiß eigentlich jeder und jede, wenn auch das hinein gerade soziopathisch irgendwie Hannibal Lecter irgendwie so, denn weiß jede Person das. Und wir müssen es einfach in umsetzen. Und am besten gerade jetzt damit beginnen, wenn ihr fertig gelost habt, den Podcast, und rausgehen, lächelt jemand an. Macht die Welt zu einem besseren Ort und hebt das durch. Das ist eigentlich das Bessere, als wir ständig irgendwie auf 1. Januar oder auf 1. April Neujahrs- oder neue Quartalsvorsätze zu machen, sondern jetzt losgehen, Liebe. Aber das ist eben gerade ein interessanter Punkt, den du vorher angesprochen hast, den Durchhaltewillen. Oder? Ich meine, es ist jetzt klar, wenn wir jetzt miteinander reden, dann bin ich inspiriert, dann bin ich erfüllt von diesem Gespräch und gehe raus und möchte wahrscheinlich am liebsten die Welt umarmen oder denke irgendwie, jetzt mache ich alles anders. Und dann auf der Strecke gehen dann vielleicht wieder gewisse Vorsätze, gehen dann baden oder man schafft es nicht, gewisse Sachen durchzuziehen.
Vielleicht ganz persönlich bei dir selber, du hast sicher auch den Anspruch an dich, besser zu werden, oder den Anspruch an dich, ruhiger, einfühlsamer, sozialer zu werden. Was ist dein Rezept, um das durchzuziehen? Mach es überschaubar. Nicht, ich will ein besserer Mensch werden, sondern ich will heute 5-mal jemanden zum Lächeln bringen. Das reicht. Und führe Gewohnheiten und Rituale in euer Leben ein. Also ich bete 3-mal am Tag, mönchische Stundengebet, am Morgen Laudes, am Mittag Mittagshore und so entweder das Vesper oder komplett. Das heisst, 3-mal am Tag mache ich mir Gedanken über mich und über die Welt und über Gott. Man kann das auch ganz säkular machen, zum Beispiel, dass man einfach ein Tagebuch feiern. Sowohl ein Glückstagebuch als auch eins, wo man die Sorgen reinschreibt und dann hat man sie abgeschrieben, weggeschrieben und dann sind sie einmal deponiert. Wir Christinnen und Christen oder Jüdinnen und Juden, wahrscheinlich auch Muslimas und Muslime, kennen die direkte Anspruch an Ewige und dass wir dort unsere Sorgen und unsere Freude können deponieren. Aber wie gesagt, das geht auch ohne ein persönliches Gegenüber oder ein menschliches Gegenüber. Jemandem, einem Seelsorger, einem Berater, einer Freundin, die Glücks- und auch Sorgenmomente ans Herz legen und dann sind sie deponiert. Also überschaubar, sucht euch ein Gegenüber und sucht euch Ritual, wo das in eurem Alltag, und zwar am besten jeden Tag zur gleichen Zeit passiert. Und dann tut sich das im Hirn absetzen und einschleifen. Und irgendwann kannst du gar nicht mehr anders. Mhm. Ich würde in diesem Gespräch gerne nicht nur über uns beide reden, wir sind natürlich sehr interessant, aber du bist ja als Pfarrer, als Seelsorger, hast du sehr viel Kontakt mit den Menschen, du bist noch bei den Leuten, die Menschen kommen zu dir mit Sorgen, mit dem, was sie blockt. Und ich einfach... Wir haben im Moment das Gefühl, wir leben in Krisenzeiten oder das wird einem zumindest oft vermittelt. Was denkst du, sind im Moment die grössten Sorgen der Menschen, wenn wir so aufs letzte Jahr zurückschauen und aufs neue Jahr rausschauen? Wie schaffen wir das alles? Das berühmte Diktum von der ehemaligen deutschen Bundeskanzlerin, wie schaffen das? Fragen die Leute zurück, wie schaffen wir das? Mhm. Unsere Nahrungsmittelabgabe am Dienstagmorgen quillt aus allen Nöten. Wir haben schon vor dem Februar von diesem Jahr oder vom letzten Jahr Armutsbetroffene gehabt, zumeist aus dem Migrationsumfeld, aber eben Armutsbetroffene. Wir haben Geflüchtete schon seit 2015, vielleicht sogar 2013 sichtbar in unserem Land. Und dann ist Februar oder Anfangs März 2022 geworden und die Welt hat plötzlich ganz anders ausgesehen. Und ein Zeichen war für mich, wo wir in der Kirche das Friedensgebet hatten. Die Leute waren so tief berührt von dem Ereignis, von dem Wahnsinnigen, wo ein Nachbarland überfällt, von dieser unglaublichen Brutalität und von dieser Kaltschnäuzigkeit, wo sämtliche internationale und menschliche Wertmaßstäbe und Kompromisse einfach nicht nur überhaufen, sondern mit Füßen treten hat und Gewalt ausgeübt hat. Natürlich gibt es Gewalt immer, gibt es in unserer Gesellschaft, gibt es zwischenstaatlich Jugoslawien und so weiter oder Syrienkrieg und so weiter. Das hat schon lange gegeben, aber es hat uns in der Schweiz und auch in Deutschland, wie ich gemerkt habe, massiv näher getroffen. Und wir haben unendlich lang Friedenslieder gesungen und die Leute haben mit Tränen in den Augen, mit Kerzen die Lieder gesungen. Und natürlich können wir mit einem Stuhlkreis und mit einer Kerze können wir keinen Krieg beenden, schon gar nicht von so einem Wahnsinnigen. Natürlich müssen wir der Ukraine Waffen liefern. Natürlich müssen wir, und das ist wahrscheinlich das Neue, wir müssen unsere Demokratie lernen verteidigen. Wir haben in der zurückliegenden Pandemie haben wir die Selbstverständlichkeit von der Gesundheit und die Selbstverständlichkeit von der Grenze, von der offenen Grenze plötzlich gemerkt, war nicht mehr so. Mhm.
es ist nicht mehr selbstverständlich und es ist nicht mehr gratis und franco, dass wir immer gesund sind. Wir können nicht immer überall anreisen, sogar mit dem Schweizer Pass überall einreisen. Es ist alles nicht mehr gegangen in der Pandemie. Und jetzt ist die Selbstverständlichkeit des Friedens, des immerwährenden Friedens, auch noch abhanden gekommen. Also ich verstand viele Menschen, die sagen, wie schaffen wir das? Was ist das, wo wir uns können ausrichten? Und das ist eine neue Form von Zusammenleben, die nicht darauf pocht, das ist mir und das habe ich zu gut, sondern wie können wir das zusammen schaffen? Und das, da erinnern uns auch Fridays for Future Kids mit teilweise, wie ich finde, nicht mehr akzeptablen Aktionen, aber dass sie das sagen, dass sie das erinnern. Ich war früher auch Friedensdemonstrant gewesen, Kaiser August und der ganze, wo ich mal jung war. Und das ist damals richtig gewesen, was die Jungs und Mädels heute machen, ist auch richtig. Formen kann man sehr darüber streiten, aber wir müssen das zusammen schaffen. Also wir müssen ein neues Gleichgewicht entwickeln, einen neuen Diskurs. Darum bieten wir uns in Basel im Gespräch an, dass in dieser Stadt muss es Plattformen haben, wo wir miteinander verhandeln und aushandeln, um was es geht. Und das ist Zusammenleben, es ist ein säkularer Staat. Ich bin zwar Geistlicher, aber ich vertritt den säkularen Staat, die säkulare Gesetzgebung vor allem anderen. Ein Zusammenleben, das nicht von religiösen Gesetzen definiert wird, sondern von vom demokratischen Konsens, von der Gleichberechtigtheit, von allen Geschlechtern, von allen sexuellen Orientierungen, von allen Religionen. Das ist... ja, es ist ein illegales Kind von der Aufklärung, die Demokratie, und die vertrete ich durch alle Böden. Und auch ein rücksichtsvollen Umgang mit dem, was wir religiöse Schöpfung nennen. Und ein rücksichtsvoller Umgang mit dir natürlich. Wir haben Primateninitiativen in Basel gehabt. Sehr, sehr eindrückliches Schwöch da bei uns in der Kirche, wo beide Seiten ihre Positionen glaubhaft gemacht haben, aber aufgrund von zum Beispiel Tierversuchen wäre dann schwieriger gewesen, und ich habe es schlussendlich verstanden, dass der Konsens von dieser Diskussion ähnlich wie dann das Abstimmungsergebnis war, gegen die Partikularrechte für Primaten gegangen ist. Aber eben, wir handeln alles das neu aus. Und das ist enorm spannend, aber das fordert viel Energie. Und es fordert auch Bewusstwerdung, was gilt mir etwas, was ist für mich als Bürger, als Frank, als geistlich lebender Mensch, als liebender Mensch, was ist für mich wichtig? Ich würde gerne noch mal mit dir über die Solidarität reden und vielleicht auch die Grenzen von der Solidarität oder auch, wie schwierig das ist, über längere Zeit solidarisch zu sein, weil du hast vom Februar 2022 geredet. Ich weiß auch noch, ich mag mich auch noch erinnern, was war es heute, oder der Moment, wo der Krieg ausgebrochen ist. Das ist wirklich schrecklich gewesen für uns alle, und ich glaube, das ist auch ein riesiger Weckruf gewesen, und so eine, man hat das, ich bin auch persönlich sehr positiv überrascht von dieser breit gelebten Solidarität, weil ich persönlich auch als Historiker, der sich stark mit Osteuropa auseinandersetzt, vorher nicht wirklich das Gefühl gehabt, dass die Leute sich irgendwie interessieren für alles östlich von Deutschland, geschweige denn für die Ukraine, wo für viele immer noch Sowjetunion ist. Und das sind Menschen derart, auch in der Schweiz, in Basel, derart solidarisch gewesen sind, hat mich sehr überrascht und hat mir sehr viel Mut gemacht, auch in unser Zusammenleben und in, wie wir hier in Basel auch für unsere Werte einstehen. Gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, dass so eine Solidarität am Anfang sehr stark ist, ja, und irgendwann anfängt zu bröckeln. Und wir haben das ja sehr stark bei der Covid-Pandemie miterlebt, wo am Anfang auch hat's unendlich Hilfsaktionen gegeben. Und alle haben sich irgendwie engagieren und irgendeinander helfen. Und so nach so 2-3 Monaten war so ein bisschen die Luft draussen gewesen, und die Menschen haben sich vor allem einfach nur wollen, dass es vorbei ist. Und ich habe mich mal erkundigen bei dir, wie das so, wie du das spürst mit dem Ukraine-Krieg oder mit der Solidarität zu diesen geflüchteten Menschen aus der Ukraine. Ist das, haben,
sind die Leute immer noch bereit, sind die Leute immer noch bereit, sie zu unterstützen? Gibt es immer noch gleich viel Engagement? Oder gibt es auch immer mehr Stimmen, die sagen, hey, das schießt mir jetzt an, dass die Inflation kommt und dass die Energie möglicherweise teurer wird? Muss man da nicht irgendwie, müssen wir da nicht zuerst für uns selber schauen? Wie erlebst du das? Also Solidarität oder Mitmenschlichkeit ist kein Sprint, sondern ist immer ein Marathon. Und zwar ein ganz langer Marathon, also wirklich vom Marathon nach Athen und wieder retour. Von da bis zum Mond und zurück. Es ist ein unglaublich langer Weg, wo jeder Tag wieder, wie ich vorhin gesagt habe, überschaubare Solidaritätsschritte braucht. Ich weiss aus der kirchlichen Solidaritätsbewegung, dass einige auch kirchliche Orte sich übernommen haben und jetzt gesagt haben, hey, liebe andere kirchliche Orte, also offene Kirche, also Pfarramtverwalt wie die Kirche, Industriepfarramt, andere Kirchgemeinden, helfen uns. Und weil wir schaffen es nicht mehr allein. Also in Riechen weiss ich, dass einige Kirchgemeinden, ich meine Kornfeldkirche, glaube ich, irgendwie gesagt haben, hey, wir schaffen es jetzt nicht, wir haben es übernommen. Wir sind am Anfang voller Herzblut rein und jetzt müssen wir verteilen. Aber reden wir da von Geld, das fehlt, oder von persönlichen Ressourcen? Ja, also ja, Menschen, die einfach ausgebrannt sind? Genau, ganz genau. Nein, Geld ist das Umgekehrte. Also wenn man heute das Zauberwort Ukraine sagt, bekommt man Geld. Und es stimmt, das ist auch richtig. Ich habe vorhin gesagt, unsere Nahrungsmittelabgabe ist Platz aus allen nicht. Das ist tatsächlich so. Es hat eine gute Seite, weil das heisst, die Grossverteiler, Migros, Denno, die ihr Zeug früher anbeschreiben, ganz früher zu einem Viertelpreis noch in der Haltbarkeit ab. Und dann geht es nicht mehr so viel an die Schweizer Tafeln und an unsere Foodbanks. Ist eigentlich gut, kein Food Waste mehr. Aber wir haben eine steigende Zahl an Bezügerinnen und Bezüger, an Bedürftigen. Und wir können es nur noch bedingt befriedigen. Wir haben glücklicherweise von einer neu in Basel entstandenen Stiftung, wir als offene Kirche, einen ansehnlichen Betrag bekommen und können mit diesem Betrag jetzt insbesondere ukrainische Flüchtlinge, aber eben auch alle anderen Flüchtlinge, wir wollen eben keine Zweiklasse-Flüchtlingsgesellschaft, denen ein Nahrungsmittel anbieten und was bei uns eben besonders ist, Partizipation. Sie lehren Spruch, sie lehren unsere Kultur und wir verständigen uns darüber. Wir machen ihnen klar, was bei uns gilt, was bei uns wichtig ist. Vielleicht bei einer Ukrainerin nicht ganz so wichtig wie vielleicht bei einer Sudanesin, die aus einem ganz anderen Kulturkreis stammt, vielleicht sogar noch irgendwelche Scharia-Relikte hat, die sowieso falsch interpretiert worden sind. Für die ist es vielleicht noch der längere Weg, für Ukrainerinnen und Ukrainer ist es der kürzere Weg, aber auch dort sind natürlich Männer- und Frauenbilder auch nochmal an einem anderen Ort, wie bei uns zum Beispiel, der Aushandlungsprozess, auch LGBT, der hat natürlich dort noch ganz wenig stattgefunden, aber er ist in Ansätzen vorhanden. Die Zivilgesellschaft, die sich seit der Maidan-Revolution in der Ukraine entwickelt hat, ist für mich durch Rollböden zu fördern. Ich habe gestern schier mit Tränen in den Augen den David Letterman und den Präsident Zelensky gehört reden in einer U-Bahn-Schacht, 200 Meter unter dem Boden. Und Letterman, der bekannt ist für seine Schlagfertigkeit, hat auch, ja, er ist zum Teil schweigend und hat sich bedankt. Und das ist genau das. In dieser Zeit von Krise geht es nicht nur um Mangel und um Reduktion, sondern es geht um Bewusstwerdung, für was wir stehen, für was wir wann einstehen und Dankbarkeit für das, was wir haben. Dankbarkeit für die Gesellschaft, die wir zusammen alle aufgebaut haben, Generationen um Generationen vor uns, und die jetzt fähig ist, den Menschen, die aus Kriegsländern zu uns fliehen, zu helfen. Und von dem her glaube ich, wir sind, wie du gesagt hast, nicht nur im ersten Moment sehr solidarisch, sondern wir sind seit vielen, vielen Jahren solidarisch und wir werden es auch noch weiter sein. Ich glaube, das liegt in unserem Genpool, solidarisch zu sein, mitmenschlich zu sein. Ein einig Volk von Geschwistern und alle
dürfen auch noch dazu kommen. Ich weiß nicht, ob wir alles schaffen, aber wir haben noch einige Ressourcen, um es zu schaffen. Ich finde das interessant, weil wir haben ja jetzt am Anfang von dem Podcast haben viel über individuelles Wachstum geredet, oder wenn man das so nennen will, oder einfach die Weiterentwicklung von uns als Individuen, als Menschen, wie wir uns verbessern können, wie wir uns verändern können zum Guten. Glaubst du in dem Fall, wir können das auch als Gesellschaft, und ist das auch so ein Prozess, wo wir als Gesellschaft wie auch gewachsen sind in einer Krise, wenn du auf das zurückschaust? Das ist ein guter Gedanke, den du da hast. Wir wachsen ständig an diesen Krisen, und wir, also den allermeisten in diesem Land, sehe ich an, sie haben ganz grosse Hilfsbereitschaft. Gern geschehen, Basel hilft, von eurem Konkurrenzmedium Bajour. Von der guten Kollegen von Bajour. Hat in dieser Krise ein Scoop gelandet mit Gern geschehen, Basel hilft. Das ist grossartig. Aber es hat das Schlaglicht darauf geworfen, was es alles schon gibt bei uns. Was es für Netzwerke sind von Nachbarschaft, von Quartier, von in einem Wohnhaus zusammen etwas unternehmen, etwas machen. Wir sind ein unglaublich hilfsbereites Land, auch sehr, sehr tolerant. Wir haben eine hochstehende Gesprächskultur. Das erlebe ich, höre ich immer wieder, wenn Journalisten, Kollegen aus Deutschland bei mir in Basel im Gespräch sitzen, hey, bei uns wird das schon lange in Vorwürfen und Geschrei ausarten, da die noch Argumente austauschen, das stimmt. Das ist die andere Seite von unserem langweiligen Pragmatismus. Wir sind sachorientiert, und wir sollten uns nicht von dieser Welle, die aus dem grossen Kanton, Entschuldigung, ich als Deutsch geborener darf das sagen, die aus dem grossen Kanton in die Schweiz schwappt, wo immer gerade mit dem Finger auf andere zeigt, wo immer gerade Verschwörungstheorien und immer gerade einem anderen das Böseste unterstellen, dass so die Querdenker, früher, Querdenken ist etwas Tolles gewesen früher, und heute muss man sagen, es ist ein Selbstzweck von Querulanten, wo meinen, sie können die ganze Welt besser durchschauen, wie die grosse Mehrheit von den Forschenden und Diskutierenden in diesem Land. Wir sollten uns nicht von dem vereinnahmen lassen, wir müssen bei unserem pragmatischen Aushandeln von Kompromiss in, das ist leider unsexy und es ist ziemlich langweilig und es ist dicke Bretter bohren, das ist, glaube ich, aus der Historiker, was ist das, Sozialdemokratie in den 70er, gell, in Deutschland, genau. Die dicken Bretter bohren, Brandt oder Schmidt oder ich weiß nicht, oder was auch immer, du wirst den nachschauen und mir noch erzählen. Die langweilige Tätigkeit braucht einen langen Schnuff und ich weiß, wir haben ihn. Das schaffen wir. Ist das auch ein bisschen ein Plädoyer gegen, sag mal, Empörungskultur und Identitätspolitik? Absolut. Weil ich gerade so diesen Sommer habe ich das ein bisschen beobachtet, da hat es Debatten gegeben, mit ob jetzt weisse Leute für Rastas tragen, es hat Debatten gegeben, ich weiß gar nicht, mit dem einen Schlagersong, der verboten worden ist, und da ist für mich so, das ist für mich so amerikanisch gewesen, und da habe ich so gedacht, hey, da wird jetzt irgendwie so ganz laut geschrauen und ganz viel Empörung auf beiden Seiten, und das tut sich so gegenseitig irgendwie aufschaukeln. Und zum Glück, ich habe zum Glück das Gefühl gehabt, in meinem persönlichen Umfeld und Menschen auf der Straße hat das echt gar nicht wirklich interessiert. Aber ich sehe in dem, was du vorher erzählt hast, sehe ich schon ein bisschen ein Plädoyer gegen die so überhitzte Debattenkultur, wo man sehr schnell im Gegenüber eben irgendwie, wo man in dem einen Feind sieht oder jemanden, wo man gar keine Dialogbereitschaft mehr hat oder keine Kooperationsbereitschaft. Ja. Glücklicherweise hast ja weder du noch ich Rastalocke, und dass wir nicht in Gefahr stehen, verpönt zu werden. Aber tatsächlich nehme ich die Empörungsbereitschaft, die du beschreibst, nehme ich auch in jedem Ecke lauernd wahr. Und dass man da mit einem gewissen, ein Kläffer, der im Ecke sitzt, sagt, pst, ist jetzt gut. So ist manchmal meine Reaktion. Pst, ist jetzt gut. He? Regt euch wieder ab. Zwei Flugstunden von da
kämpfen Menschen um ihr Leben. Regt euch ab, nicht über Rasterlocken und über das und über das und dann noch Wörter dafür finden. Jo, Leute, haben da nichts Besseres zu tun. Geht ins Altersheim, geht einem Tetraplegiker Essen eingeben. Weil wer sich wirklich mit dem Leiden von jemandem anders beschäftigt, hört auf, so anderen das Böse zu unterstellen, weil er merkt, wie nötig es ist, sich für das, was man hat, zu bedanken und in jedem Atemzug, in jedem Schluck, den ein Tetraplegiker getrunken hat, ohne dass er sich verschluckt hat, dort einen Gewinn und einen grossen Sieg zu sehen. Jetzt haben wir über viele grosse Themen, auch schwierige Themen geredet. Zum Schluss würde mich einfach nochmal interessieren, Frank, wie gehst du jetzt ganz persönlich in das Jahr 2023? Was macht dir Mut? Auf was freust du dich? Wir haben am Silvester oben in der offenen Kirche Elisabethen eine Lesung gehabt mit Tiny Love Stories. Das ist eine wunderbare Reihe in der New York Times, wo in 100 Wörtern Liebesgeschichten erzählt. Und mit Liebesgeschichten etwas Neues zu beginnen, obwohl ich dir ja am Anfang gesagt habe, für mich ist das kein Neubeginn, aber wenn man es dann so will fassen und verstehen, mit Liebesgeschichten, mit Geschichten von Liebe, die uns passiert ist und wo noch jeden Tag uns kann passieren, mit dem fange ich gern oder habe ich gern das neue Jahr angefangen und will es auch weiter so haben, auch kleine Geschichten von Glück und Zufriedenheit, von Erfolg, von einem guten Selbstbewusstsein, wo wir uns auch als Gesellschaft gemeinsam bewusst werden, was für uns wichtig ist, eben Demokratie, Freiheit, Gesundheit, ein gutes Zusammenleben, ein Wohlstandsniveau, wo alle können anständig leben. All diese Sachen sind alles lauter kleine Liebes- und Erfolgsgeschichten und mit denen beginne ich gern mein neues Jahr und wünsche das auch allen, die jetzt zuhören, schreibt eure eigenen kleinen alltäglichen Liebes- und Erfolgsgeschichten und wenn ihr wollt, kommt in die offene Kirche und erzählt mir davon oder wenn ihr Sorgen habt, auch dann, das wisst ihr ja, offene Kirche Elisabethen ist die Kirche für alle im Herzen von Basel. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank fürs Gespräch, Frank. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert Syro oder Führer bei Bier Podcast doch überall, wo es Podcasts gibt. Ich verabschiede mich. Einen guten Jahresstart. Ciao zusammen. Führer bei Bier. Der Podcast auf Prime News wird präsentiert vom Restaurant Stadthof, der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen Sie gern, Sie merken das.